Mann, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass das immer so viele Sequenzen, also so viele Videosequenzen waren. Meines Erachtens immer. Also früher war das immer nur zum Ende eines Buches. Würde ich sagen. Also ich finde es cool. Guten Also. Tag. Ach so, guck mal, hier gibt es schon wieder so eine freshly worked armor. Gute Arbeit für wahr, gute Arbeit. In diesen Schwarzwald-Slimmen habt ihr es aber gezeigt. Genau, ich schaue jetzt aber erstmal, wenn mich das erstmal interessiert. Was ist denn das jetzt hier? Ach so. Aha. Ach so, und da kann man dann auswählen, oder wie? Aha. Kann ich jetzt aber so oder so nicht machen, weil es natürlich mittlere Rüstung war. Das stand da Seid auch. gegrüßt. Aber. Hier ist auch nochmal Medium Armor. Das wollen wir natürlich nicht. Denn, wie wäre es denn mal mit der Hose? Die ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir brauchen Beweglichkeit ja Darf nur ich nicht euch einen wirklich. Moment eurer Zeit stehlen? Guck mal hier. Neues Höschen. So, Buch 1, Kapitel 4. 4. Finstere Pläne. Einen guten Tag wünsche ich euch. Was hält euch noch hier? Diese Schwarzwälder sind fort und wahrscheinlich für immer. Dieser seltsame Zwerg könnte noch irgendwo in dieser Gegend sein, aber ich wette, er wird irgendwo anders hinziehen, wo es interessanter ist. Ihr solltet eurem Freund Streicher in Bree diese Nachricht überbringen. Wenn er euch geschickt hat, dann wird er wissen wollen, was wir herausgefunden haben. Er hält sich vermutlich im Tänzen im Pony auf. Diese Waldläufer trinken ganz gerne ein Bierchen und im Pony gibt es nach wie vor das Beste. Ich danke euch für eure Unterstützung, aber jetzt brauchen wir keine Gedanken mehr, um die Räuber in dieser Gegend zu machen. Wir uns natürlich. Ach, Mensch. Ich muss wieder nicht laufen, oder wie? Wahnsinn. Mal als kurzes Zwischenwort. Ich bin gestern Abend hier in Bree angekommen. Und die haben ja Bree so ein bisschen umgestaltet. Also so das Grundgerüst ist halt immer noch das gleiche, aber die haben halt ganz viel so, ne? Da hinten mit den Ställen und hier vorm tänzenden Pony sind ein paar Ställe. Dann hat man hier so ein paar Schaubühnen und so Verkaufsstände, also die dann richtig so mit Schaufensterpuppen ausgestellt sind. Und Einkaufszentrum habe ich gefunden und ich war richtig begeistert gestern. Also ich bin hier wirklich durchgelaufen, also es ist wirklich sehr, sehr schön lebendig jetzt geworden. Früher hatte man halt hier solche riesengroßen Flecken, an denen hier nichts war. Also das war hier alles so ein großer Platz und da war halt nichts mit den Ponys. Unabhängig davon, dass ich eine Frau bin und bei jedem Pony natürlich sage, oh, das Pony möchte ich haben, finde ich, dass es die Sache sehr auflockert. Und ich war davon wirklich sehr, sehr angetan gestern Abend. Nur so nebenbei. Haben sie schön gemacht. So, wir wollen natürlich zu Streicher. Oder wollen wir ein Bierchen trinken? Nein, wir gehen zu Streicher. Die Pflicht ruft. So. Wir müssen schnell handeln. Ihr seid zurück und gerade noch zur rechten Zeit. Seit eurer Abreise ist hier viel passiert, aber ich habe nun keine Zeit, euch darüber zu berichten. Was ihr mir erzählt habt, wird meinen Männern hier in Breland gute Dienste erweisen. Doch im Moment gibt es eine dringlichere Bedrohung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Während ihr unterwegs wart, haben dieselben Nazgul, die ihr mit Amdir gesehen habt, den Gasthof hier angegriffen. Sie suchten die Reisenden, auf die ich warte, 4 Hobbits aus dem Auenland. Ich kann euch nicht sagen, warum sie an meinen Gefährten ein derartiges Interesse hatten. Aber was ich für sicher weiß, ist, dass ich eure Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen muss. Ja, mein Ich Lieber, brauche machen eure wir für Hilfe. dich sehr, sehr gern. Ihr habt genau wie ich zwar 5 Nazgûl gesehen, doch in Wirklichkeit sind es 9. Bevor ich meine Gefährten aus Bree herausbringe, muss ich wissen, wo sich die anderen 4 aufhalten. Würdet ihr nach Westen gehen und mit Lengdin sprechen? Ich habe ihn nach Bockland geschickt, damit er ein Auge auf einem bestimmten Hobbit wirft. Aber es scheint, als ob Herr Unterberg und seine Freunde sich für einen anderen Weg entschieden haben. Sie stehen nun hier unter meinem Schutz. Dennoch könnte Lengdin wissen, wo die anderen Nazgûl sich aufhalten. Er lagert auf einer Anhöhe im Norden des Bocklandtores und hat vielleicht etwas gesehen, was mir von Nutzen sein könnte. Aber ihr müsst euch beeilen. Ich darf unsere Abreise nicht zu lange hinauszögern.
Ja, selbstverständlich. Die anderen Reiter, die suchen wir jetzt natürlich. Wir haben denn demnach jetzt eine klitzekleine Reise vor uns. Weil Bockland ist nämlich am Arsch der Welt. So, deswegen zücken wir jetzt hier Opal. Oder auch nicht? Komm her, Hopp-Hopp-Reiter. Ja, und dann reiten wir mal los. Ich weiß nicht, wie möchtet ihr das? Soll ich solche Reitpassagen rausschneiden? Oder möchtet ihr das gerne sehen? Ich glaube, ich habe ja schon gefragt, soll ich da irgendwas Bestimmtes erzählen oder so? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Es gehört natürlich dazu, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so super spannend, hier andauernd von A nach B zu reiten. Insbesondere, wir müssen den ganzen Tröde ja nachher wieder zurück. Und wir müssen nämlich ein ganzes Stückchen weit weg. Und zwar, genau, nach hier. Das ist jetzt schon ein kleines, klitzekleines, ein wenig entfernt. Aber schön ist es hier. Also, ich habe gestern hier in Dreh gequestet und, sie haben das ja so ein bisschen aufgeräumt, alles. Das finde ich auch ganz nett. Aber wie zum Henker komme ich denn jetzt an die Quests fürs Hügelgrab? Ich war überhaupt nicht in den Hügelgräberhöhen drin, die ja hier unten sind. Und da habe ich gar keine Quests zu gehabt. Ich weiß es nicht. Früher gab es ja die mit dem Geist, die man im Süden von Bre annehmen konnte. Die habe ich aber auch nicht gefunden. Da muss es bestimmt irgendwo einen Kniff gehen. Also das, ich weiß es nicht. Problem ist, ich bräuchte sie eigentlich vom Level jetzt gar nicht mehr. Ich würde jetzt nach der Buchquest als nächstes in die einsamen Lande gehen. Aber selbst hier habe ich halt auch noch so einiges eigentlich, ehrlich gesagt, offen. Also so der komplette Norden hier. Also so das hier habe ich noch nicht abgekaspert und hier die östlichen Breefelder. Und hier hinten gibt es ja, glaube ich, mittlerweile auch noch eine Questreihe, die mit den Schildkröten. Das habe ich natürlich alles noch gar nicht gemacht. Und reite erstmal gegen den Berg. Aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, also gerade jetzt so die ersten Gebiete, da werde ich echt nur das leveln, was ich wirklich leveln muss. Es sei denn, also es gibt so ein paar schöne Questreihen, die ich mit Sicherheit machen werde, aber ich habe das alles, ich glaube, gefühlt schon 15 Mal durchgespielt. Das ist wahrscheinlich nicht so viel, aber es ist dann doch schon eine ganze Menge und gerade hier so die Anfangsquests, ich kann die echt auch langsam nicht mehr sehen. Alles, was dann so ab Stufe 50 aufwärts ist, habe ich dann auch nicht mehr so oft gespielt. Aber, sprich, da ist dann auch dieses, oh, ich habe es schon tausendmal gesehen, irgendwie nicht so krass wie jetzt gerade hier in Bre oder Einsame Lande oder wo auch immer wir jetzt natürlich demnächst alle noch hinwandern werden. Wir werden natürlich noch sehr, sehr viel von Mittelerde sehen. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, später, gerade in den Gebieten, die ich noch nicht kenne, werde ich natürlich auch viel mehr erkunden und mir das alles anschauen. Hier im Moment, ihr kennt es ja alles. Also ich war hier schon x-mal und Lengdin habe ich schon x-mal hier oben getroffen. Aber trotzdem wollen wir ihn auch diesmal ansprechen. Ich grüße euch. Aragorn hat Hilfe geschickt. Nazgul. Vier weitere von ihnen waren im Bockland. Sie sind schnell nach Osten geritten, auf schwarzen Rössern. Ich war so dumm, mich ihnen in den Weg zu stellen und sie haben mich einfach überrannt. Meine Wunden werden verheilen, aber die Reiter haben eine Spur des Schreckens hinterlassen, um die man sich kümmern muss. Ich brauche eure Hilfe. Ja. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Dafür bin ich da. Hinter den schwarzen Reitern folgten Krebrang, Tibrain,
Vögel sind das. Und ließen sich hier nieder. Sie gehören nicht zu der üblichen Spezies aus Dunland, sondern aus einer Gattung, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Wahrscheinlich sollten diese üblen Kreaturen Bockland und das Auenland bewachen. Oder zumindest mich. Denn sie haben angefangen, mich die ganze Nacht lang unterwegs unentwegt anzustarren. Oh, das ist ja echt gruselig. Auch wenn die Kebrain nichts von Bedeutung entdecken, so stellt es doch eine Gefahr dar, dass der Feind uns hier ausspähen kann. Wenn wir seine Späher vernichten könnten, dann wüsste der Feind nicht mehr genau, an welcher Stelle er zuschlagen kann. Bitte tötet die Kebrain. Kebrain. Die Vögel, die sich südwestlich von meinem Lager niedergelassen haben, nicht weit von hier entfernt. Selbst wenn ihr nur einen der Kebrain töten würdet, wäre dies zumindest ein Anfang, um den Feind letztendlich blind zu machen. Ja, wir holen natürlich gleich 4. Da unten sind sie auch schon. Kleine garstige Viecher. Oh. Der. So, das war's. Das war's. Vöglein tot. Was benötigt ihr? Sehr gut, ihr habt diese widerlichen Vögel vernichtet. Der Feind dürfte sich seiner Pläne nun erst einmal nicht mehr so sicher sein. Ich muss euch jedoch noch einmal um eure Hilfe bitten. Bitte geht für mich nach Bockland. Denn durch das Hornsignal der Bockländer bin ich auf die Nazgul aufmerksam gemacht worden. Bleibt einen Moment. Ihr sagt, Unterberg ist bei Aragorn? Ich kenne keinen Unterberg. Ich sollte auf einen Hobbit namens Beutlin aufpassen. Ich muss annehmen, dass er derjenige ist, von dem Aragorn gesprochen hat. Ich bin froh, dass er in Sicherheit ist. Das erleichtert mich doch. Ja, hat er sich erleichtert, ha? Es war schon spät am Abend, als ich das Hornsignal vom Bockland hörte. Als ich auf die Straße rannte, sah ich, wie die Nazgul Bockland im Galopp verließen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich einfach überrannt. Ich befürchte, dass sie Beutlin schon gefunden hatten. Die Reiter der Vier sind östlich Richtung Bre geritten. Vielleicht können wir erfahren, was sie herausgefunden haben, wenn wir uns in Beutlins Haus in Krickloch einmal umsehen. Das Häuschen ist von einer hohen Hecke umgeben und liegt unmittelbar südöstlich des Bocklandtores. Wenn ihr dort auf irgendetwas herausfindet, dann kehrt zu mir zurück. Was immer ihr mir auch berichten werdet, vielleicht können wir so erfahren, was die Nazgul vorhaben. Ja, wir werden sehen. Auf nach Bockland! Auf dem Pony natürlich. So, ich muss mal kurz ein Schlückchen, Käffchen nippen. Ja, das liebe Bockland. Und da hinten, über diese Brücke hinweg, dort liegt das Auenland. Meine lieben Freunde. Wow. Was sind das denn ja alles hier für Quests? Hallo, könnt ihr mir behilflich sein? Wen fürs Gasthaus? Nee, ich will nicht in den alten Wald. Nein, da will ich nicht rein. Da ist gruselig. Da ist sehr, sehr gruselig. Wir reiten mal querfeld ein. Krickloch, herzlich willkommen. Oh, offensichtlich müssen wir hier rein. So.
runter vom Pony. Wir schauen uns mal um. Friediger Bolger.